So, da sind wir wieder, hoffentlich. Wir haben schon mal die Meldung gekriegt, dass der Pilzsammler nichts mehr zu sammeln hat. Was okay ist. Das heißt, er kann jetzt Druidenzeug machen. Wir stellen mal wieder auf Geschwindigkeit. Und der Squallbug ist weg. Yay. Stein fehlt uns leider ein bisschen gerade. Das heißt, das wird sehr gut in unsere Steine gehen, wenn wir dann hier was schon mal helfen könnte, wäre ein Steinmetzzelt. Hier. Wait, du bist aber schnell damit, die Druide zu erfinden. So, ein Steinmetzzelt hier. Und ja, du belieferst immer noch den da. Dann bist du jetzt Bogenmacher. Schusterei steht schon lange leer, das ist okay. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Frauen. Na, du bist nur so Steinmetz. Sich jetzt anders überlegt haben. Ja, bei dir warten wir darauf, dass du Schwertschmied wirst. Bogenmacher warten wir einfach, dass du Bögen herstellst. Also halt, dass du Rüstungsschmied wirst. Entschuldigung. Hauptsache, die Frauen bleiben jetzt dem Maya-Gebiet weg. Wie die da alle in einer Reihe stehen, die Inuit. Oder wie heißen sie nochmal? Die Igloos. Vertriefende Nase. Wo ist denn unser zweiter Bauarbeiter gerade? Jawohl. Hört. Jawohl. Du baust erstmal das hier. Dafür schicken wir dich dahin. Dann kannst du nämlich die Rohstoffe, die hier rumliegen, mal aufbrauchen. So, du machst Bögen. Du chillst eine Runde, okay.
Dann bedienst du dich weiter von dort. Ja, hier 6 Leder, hier 6 Holz. Das geht dann genau auf. So, du kannst trainiert werden, das ist gut. Und ja, wir scheinen Ruhe zu haben, was die Frauen angeht, die nach oben wollen in den Norden. Wir haben zwar 2 leere Häuser jetzt hier rumstehen. Der Bierbrauer beliefert jetzt direkt da oben. Auch gut. Du benötigst Leder, also gehst du bitte da runter und nimmst das Leder, was da rumliegt. Da ist nämlich das da auch mal weg. Das Lagerhaus haben wir leer geräumt. Hier würde noch Leder rumliegen, das wir aber allerdings auch nicht brauchen. So, Bauarbeiter. Ja, unser zweiter Bauarbeiter. Mit Straßenbau beschäftigt ist. Ja. Du kannst den Stein noch ausliefern und dann werden wir dich hier hinüber versetzen. Gibt sogar noch lockeren Stein, den sich die Bauarbeiter nehmen können. Weil jetzt werden nur Straßen benötigt. Ja, wenn ich dich nicht einquartiere ins richtige Haus, ist es klar, dass du nicht vorankommst. Na, der ist wirklich gut im Öl herstellen, der Druide. Noch dreimal, dann bist du Pfeilmacher. Dann haben wir auch genügend Bögen. 16 oder 17, das dürfte mehr als ausreichend sein. Ja, wir brauchen so an die 15 Bogenschützen und 25 oder sogar 30 Schwertkämpfer. Ja, wir können diese Wegweise einreißen. So. P
Pilzsammlerhütte steht schon lange leer, ist aber auch kein Abbruch. Im ganzen Dorf brennen jetzt die Ölpfannen. Wie lange eigentlich noch bist du? Na, noch einmal. Ah, Eisenerz ist hier drin jetzt alle. Ja. Du bist sehr erfahren und kannst trainiert werden, das ist gut. Du hast Bogenmacher erlernt, gut. Das heißt, du wirst jetzt wieder Holzfäller. Gut. Der Goldschmied betet hier. Ist auch okay. Du machst jetzt dein letztes. Deine letzte Rüstung. Kolbein kann trainiert werden, ist auch gut. Du hast Rüstung Schmied. Das heißt, nächstes bist du Waffenschmied. Also mit Nahrung haben wir definitiv kein Problem. Bier auch nicht. Schuhe könnten. Ja. Nicht Lederschneider, sondern Schuster. Ja. Und wir brauchen neue Möbel. Und du solltest jetzt dann demnächst mal wieder Leben sammeln, würde ich sagen. Gut, wir haben noch mehr als genug Goldnuggets. Hey, wir haben unser erstes Schwert. Yay. Wir haben 21 Bögen zusammengekriegt. So. Hey, hey, hey. Ja, aber 15. Ungefähr 15 von den Waffenrücken dürften reichen. Das heißt, dich mache ich erstmal zum Träger. Und du arbeitest dort. So, kann ich dich mehr in die Richtung rüberweisen? Ja, kann ich. Gut.
Ah, wie schön das ist, wenn die Frauen nicht alle in den Tod rennen.